So, herzlich willkommen, Damen und Herren, zu unserem neuen Livestream. Wie immer, freitags 17 Uhr in der Ikonen-Community. Falls du dir das auf YouTube anschauen solltest, in der Beschreibung wird es auf jeden Fall einen Link geben, damit du auch der Ikonen-Community beiwohnen kannst. Jetzt trudeln schon die ersten rein. Und ich hoffe, es wird genauso spannend wie letztes Mal. Wie immer werden wir 3 Minuten warten, bevor wir beginnen. In der Zwischenzeit, hallo Marit, in der Zwischenzeit können sich alle, die jetzt ja, dem Ganzen beiwohnen, schon mal sich Fragen überlegen. Hallo Jonas, freut mich, dass du auch dabei bist. Und ja, wie immer gibt es kein fixes Thema, aber ihr könnt mich alle möglichen Dinge fragen, egal ob es um Social Media Marketing geht, Verkaufsgespräche oder wie auch immer. Newsletter Marketing, Storytelling, Instagram, Webdesign, alle möglichen anderen Tools. Ja, die Möglichkeiten sind grenzenlos, und es bleibt jetzt euch überlassen, welche Fragen ihr mir stellen möchtet. Ich habe jetzt schon mal eine Frage von der Tamara, die werde ich dann stellen in 1,5 Minuten. Sobald wir die 3 Minuten Grenze erreicht haben, ist vielleicht eine Frage, die euch alle interessieren könnte. Ich finde sie auf jeden Fall sehr interessant. Schon mal an der Stelle danke, Tamara, für die Frage. Aber davor werde ich erstmal die Gruppenregeln posten, also die Livestream-Regeln natürlich. So, und zwar Regeln für den Livestream, kein Posten von Links, sonst müsste ich draufklicken und mir das ansehen. Das würde zu lang dauern und alle, die sich das im Nachhinein anschauen, hätten keinen Bezug dazu, wüssten gar nicht, worum es geht. Deswegen das bitte vermeiden. Da werde ich nicht draufklicken. Keine komischen negativen Kommentare, Diskussionen sehr, sehr gerne, dafür bin ich offen. Aber ansonsten, ja, einfach, ja, kein Rumstenkern. Ja, das wäre nicht so cool. Und eine Frage pro Kommentar stellen. Das wäre ganz wichtig. Also nicht 5 Fragen in einem Post, weil dann weiß ich nicht, was das wäre auch unfair gegenüber allen anderen. Eine Frage nach der anderen. Und bitte so konkret wie möglich die Fragen stellen. Das ist auch noch ein 4. Punkt, den ich jetzt nicht hinzugeschrieben habe, aber sowas wie verkaufe ich meine Kunst? Ein bisschen zu allgemein. Und deswegen bitte konkret, vielleicht auch den speziellen Fall auch schon erklären, ich bin Künstler und mache XYZ und ja, so konkret wie möglich. Und wir haben die 3 Minuten Grenze erreicht und ich schreibe jetzt mal einfach die Frage ab, die mir die Tamara geschickt hat. So, und das ist die Frage von Tamara. Hallo Anke. Und zwar, wie sollte die ideale Instagram-Profilbeschreibung aussehen? Viele Künstler haben irgendwie als erstes Ziel, sich auf Instagram breit zu machen, so viele Follower wie möglich sich ja, anzuhäufen, sagen wir es mal so. Instagram an sich solltet ihr vielleicht als Portfolio-Tool nutzen, wenn ihr wirklich Bock habt, da aktiv zu sein mit Stories und dem ganzen Zeug. Gerne. Ja, es ist sehr aufwendig, es ist sehr anstrengend und es hält euch von den wirklich wichtigen Dingen ab, weil euer Hirn einfach auf sofortige Befriedigung programmiert wird. Und ihr habt eigentlich, was das angeht, sehr, sehr schlechte Karten, weil Instagram darauf optimiert ist, euch so lange wie möglich in dieser Plattform zu halten. Oder zumindest Facebook, die Leute von Facebook, denen gehört ja auch Instagram, sind darauf trainiert und sind darauf ausgebildet, den Algorithmus so zu optimieren, dass man möglichst lange auf der Plattform bleibt. Das schon mal als Disclaimer. Also deswegen bin ich selber auch nicht so aktiv auf Instagram. Aber falls man das wirklich machen möchte, ja, dann geht es natürlich darum, ein Profil zu erstellen, das möglichst ansprechend ist. Worauf sollte man achten? Es sind auf jeden Fall 2, 3 Dinge, die man beachten sollte. Keine Hashtags oder sowas im Profil, das funktioniert nicht.
Das ist, nee, das macht, bringt nichts. Erstmal das. Also keine Hashtags irgendwie in der Profilbeschreibung. Das nimmt euch wertvollen Platz weg. Den Platz könnt ihr füllen mit Inhalten, die ja sinnvoll sind. Was sinnvoll ist, erkläre ich euch gleich. Als zweites würde ich euch empfehlen, einen Link natürlich hinzuzufügen zu eurer Website. Idealerweise vielleicht sogar auf eine Landingpage, damit die Leute dann gleich eine Aktion ausführen können. Was ist eine Landingpage? Eine Landingpage ist im Endeffekt eine Webseite oder eine Seite auf eurer Website, auf der es keine anderen Möglichkeiten gibt zur Navigation, als sich beispielsweise für irgendwas anzumelden, für ein Newsletter oder wie auch immer. Einfach nur ein Link zur Website ist suboptimal, weil derjenige dann konfrontiert wird mit sehr, sehr unterschiedlichen Möglichkeiten. Klicke ich jetzt da drauf, gehe ich auf Kontakt, mache ich das, mache ich dies. Die meisten Leute, die auf euer Profil geraten über Instagram, werden nicht sofort kaufbereit sein. Das braucht einfach Zeit, das braucht einfach auch Vertrauen, es braucht eine gewisse Frequenz, bevor man sich wirklich dazu entschließt. Außer man hat bereits eine unglaubliche Reichweite. Deswegen würde ich euch empfehlen, entweder eine Landingpage oder sowas wie Linktree zu nutzen. Ich schreibe euch einfach mal den Begriff rein, das könnt ihr selber googeln. Linktree, das ist ein Tool, mit dem ihr quasi sowas wie eine Landingpage erstellen könnt, auf der eben unterschiedliche Buttons dargestellt werden. Das heißt, wenn da jemand draufklickt, dann werden da beispielsweise ein Button gezeigt, so hier zum Newsletter anmelden, hier mich kontaktieren, hier siehst du alle meine Kunstwerke. Da habt ihr dann mehr Möglichkeiten auszuwählen, wo dann oder zu kontrollieren, in welche Richtung eben der Nutzer sich orientieren sollte. Ich hab leider gehört, ich weiß nicht, ob es wahr ist, da müsste man nochmal recherchieren. Ich habe leider gehört, dass Linktree wahrscheinlich vom Instagram-Algorithmus benachteiligt wird. Das heißt, Profile, die das nutzen sollen, anscheinend, was ich gehört habe, benachteiligt werden von der Reichweite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür einen plausiblen Grund gäbe, weil das einfach nur dazu führt, dass man eine bessere Engagement, eine bessere Interaktion hat auf Instagram. Also es wäre eigentlich auch für die Plattform ganz gut. Aber was gehört in die Profilbeschreibung? Ja, da gibt es keine Mustervorlage oder sowas. Es ist einfach extrem abhängig von eurer Zielgruppe. Deswegen sage ich immer wieder, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch erstens über eure Intention bewusst werdet, euch klar macht, wofür ihr selber stehen möchtet, welcher Zielgruppe ihr euch widmen möchtet, und dann müsst ihr die Zielgruppe kennenlernen. Und dann geht es darum, genau die Dinge herauszufinden, die diese Zielgruppe beschäftigen, begeistern, frustrieren oder wie auch immer. Und dann ist eure Kunst eine Möglichkeit, naja, genau diese Themen anzusprechen. Das heißt, was im Profil steht oder in der Profilbeschreibung steht, muss sofort ansprechend sein. Wenn ich eine Werbung sehe oder wenn du eine Werbung siehst, ganz egal wer von euch, da gibt es keine Ausnahme, dann wollt ihr persönlich angesprochen werden. Wenn ihr da keine Möglichkeit habt, oder wenn es da, wenn, wenn, wenn dieses, wenn diese Werbung, die vor euch steht, nichts anspricht, was euch persönlich betrifft, wenn diese Werbung keine Relevanz für euch hat, ja, dann fliegt es an euch vorbei. Und genauso ist es mit Instagram Profilbeschreibungen. Alles, was schriftlich ist, genauso auch Beiträge auf Instagram oder sowas. Das muss immer in einer Art und Weise geschrieben werden, damit es für den Nutzer und für den Besucher auch interessant ist. Wenn es nicht für ihn interessant ist oder wenn es ihn nicht anspricht, dann hat man da ganz, ganz schwierige, hat, ist es ganz schwierig, zumindest mit der Profilbeschreibung die Aufmerksamkeit vom Nutzer zu ziehen. Das Schöne an Instagram ist trotzdem, selbst wenn man eben sich nicht dessen bewusst ist, was die Leute haben wollen unbedingt, kann natürlich das Visuelle überzeugen auf den ersten Blick. Weil man ist ja sofort auf der Plattform und also auf dem Profil, und dann kann man für sich selber entscheiden, ist es für mich interessant, ist es relevant für mich, und dann sieht man die ganzen Beiträge, und das kann schon mal zumindest visuell ansprechend sein. Wenn man allerdings den Profiltext für sich nutzen möchte, dann geht es darum, erstmal denjenigen anzusprechen, den man erreichen möchte. Das kann auf unterschiedlichste Art und Weise passieren. Es kann passieren durch eine bestimmte Aussage, ein Statement, mit dem sich deine Zielgruppe identifiziert. Beispielsweise,
Quietscheentchen sollten gelb sein. Ja, und wenn eure Zielgruppe eben Menschen sind, die sich für Quietscheentchen interessieren, dann werden sie dem entweder zustimmen oder nicht. Und dann kann man genau diese Leute damit ansprechen. Ja, das kann ein ganz kurzer Satz sein. Etwas, wofür eben eure Zielgruppe steht, was eben auch deren Überzeugung widerspiegelt. Und dann kann man damit auch arbeiten. Nehmt es nicht zu ernst. Ja, das ist auch etwas, was einfach getestet werden muss. Und ihr müsst für euch selber auch entscheiden, welches Thema für euch auch relevant ist und was eben für eure Zielgruppe auch relevant ist. Und da braucht ihr unbedingt einfach das direkte Gespräch mit eurer Zielgruppe. Deswegen braucht ihr da einfach eine gewisse Konversation. Und jetzt beginnen wir mit der ersten richtigen Frage. Also Tamara, an der Stelle, natürlich war deine Frage auch gut und wichtig und richtig. Aber jetzt kommt die nächste, die hier gestellt wird. Und hier haben wir eine Frage von Jonas. Hey, könntest du auf den idealen Verlauf, Struktur, Beispiel eines Verkaufsgesprächs eines hochpreisigen Kunstwerks eingehen? Zum einen mal für einen angewärmten Kontakt und für kalte. Das sind zwei Punkte, Jonas, aber sehr, sehr interessante Frage. Für den Verlauf des Verkaufsgesprächs kommt es sehr darauf an, wie dein Marketing zunächst aufgebaut ist. Wenn dein Marketing so aufgebaut ist, dass es im ersten Moment oder primär einen emotionalen Bezug herstellt, dann ist das Verkaufsgespräch sehr, sehr simpel. Das heißt, konkret betrachtet jetzt, wenn du ein bestimmtes Thema ansprichst und der Kunde sich davon angesprochen fühlt und dann auf dich zukommt, dann müsst ihr nur noch über das Thema reden. Dann reicht es nur noch, dann geht es darum, eben gewisse Gemeinsamkeiten herzustellen. Diese Werte und Überzeugungen, die Interessen zu spiegeln. Dann wird Vertrauen hergestellt. Wie oft passiert es, dass man abends unterwegs ist? Mir ist es letztens passiert. Man ist abends unterwegs, man sieht irgendwelche Leute, lernt Leute kennen, die man davor noch nie gesehen hat. Und das Gespräch ist sehr oberflächlich. Ja, man redet halt so ein bisschen miteinander, weil vielleicht der eine Freund irgendwie jemanden kennt und dann ist man halt einfach irgendwie eingebunden in dieses Gespräch. Was passiert, wenn man auf einmal herausfindet, hoppala, der hat was gemeinsam mit mir? Ja, in dem Fall war das eine Person in dieser Gruppe, war jetzt Slowake und ich bin in Tschechien geboren. Und das ist so wie Österreich und Deutschland, kann man sich vorstellen. Aber trotzdem, diese demografische Nähe hat dann dazu geführt, dass wir uns sehr, sehr gut unterhalten haben. Auf einmal war das ein sehr, sehr herzliches Gespräch, obwohl wir eigentlich nichts gemeinsam hatten. Eigentlich war da nichts gemeinsam. Wir haben uns ein bisschen auf Tschechisch, Slowakisch auch unterhalten, aber auch nur bruchstückweise, weil, ja, warum auch? Ja, wir können ja beide fließend Deutsch, warum sollten wir uns da in einer anderen Sprache unterhalten? Und das war dann einfach Grund genug, um dann auch, ja, um dann auch zu sagen, hey, schreib mir doch mal, gehen wir doch mal irgendwie, das nächste Mal, wenn wir irgendwo hingehen, dann können wir uns da kurz schließen und so weiter. Und dann war innerhalb von kürzester Zeit war Vertrauen da und auf einmal wollte man miteinander irgendwie was zu tun haben. Genau dasselbe ist auch der Fall, wenn man verkauft. Es geht darum, herauszufinden, erstens, was sind die Gemeinsamkeiten? Ja, wenn das eben die Basis deines Marketing ist. Also wenn du jetzt ein konkretes Thema hast und die Person auf dich zukommt über dieses Marketing auch, also wenn sie dich übers Online, über deine Website irgendwie kontaktiert hat oder sowas, und er kommt auf dich zu und ist in deinem Atelier, dann ist er vermutlich an dem Thema interessiert. Ja. Wenn er nicht an dem Thema interessiert ist, ja, mal angenommen, er wäre kalt und kommt einfach zu dir ins Atelier, dann ist der erste Kontakt ganz, ganz klar. Was ist der Person wichtig? Wonach sucht diese Person? Was ist ihr im Kontakt, was ist ihr wichtig beim Kauf eines Kunstwerks? Wo soll dieses Kunstwerk hin? Ja, das sind wichtige Fragen, weil die meisten Leute, die in Galerien ein- und ausgehen, beispielsweise jetzt in Galerien, ich habe letztens ein Buch gelesen von Jason Horray oder irgendwie sowas in der Richtung How to Sell Art. Und hat eine sehr, sehr erfolgreiche Galerie in Arizona. Die Xanadu Galerie, glaube ich, heißt die. Und er hat gemeint, dass die meisten Leute einfach nur irgendwas Dekoratives brauchen, das irgendwie thematisch in das neue Häuschen passt oder irgendwie, wenn sie einen Themenraum haben, ja, mexikanische Finca oder spanische Finca oder so nachbauen wollen, dann wird da halt Kunst reingestellt, die eben genau dieses Gefühl widerspiegeln. Deswegen, das muss man abtasten. Also es ist ganz wichtig herauszufinden, was diese Person will.
Und wenn diese Person von Anfang an sagt, hey, ich brauche einfach was für mein Wohnzimmer, irgendwas, das da ganz gut reinpasst, dann kann man fragen, okay, wie sieht dieser Raum aus? Können Sie mir den Raum beschreiben? Welche Wirkung soll dieses Kunstwerk auf diesen Raum haben? Und wer weiß, vielleicht habe ich noch ein ganz anderes Kunstwerk für Sie parat, das Ihnen dabei hilft, genau diese Wirkung zu erzielen, die Sie möchten. Und dann kommt man da auch ins Gespräch. Und dann kommt man auch darauf, auf Themen zu sprechen, die vielleicht diese Person dann auch noch im Detail interessieren, in Bezug auf dein Thema, wenn das Thema präsent ist. Deswegen bin ich ein Freund von diesem zielgerichteten Nischenmarketing, weil man sich dann Leute raussucht, die ja die ähnlichen Werte und Überzeugungen vertreten wie man selbst. Und dann hat man da schon ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut, das es dann sehr, sehr einfach macht, zum Kauf zu kommen. Das heißt, es ist sehr, sehr abhängig von der Person. Manchmal ist es so, dass innerhalb von kürzester Zeit die Person dann einfach sagt, okay, ich bräuchte einfach irgendwas, was in diese Ecke da ganz gut reinpasst. Ich habe Fotos mitgebracht, das sind ungefähr die Dimensionen. Und da kann man dann wirklich auch fragen, okay, was ist denn noch notwendig, damit Sie sich entscheiden können? Was wäre für Sie ein wichtiger Schritt? Was wäre für Sie ein wichtiger Punkt, um sich dann tatsächlich für ein Kunstwerk zu entscheiden? Was ist für Sie wichtig? Und dann wird er dir erzählen, was ihm wichtig ist. Und dann kann man schauen, okay, welches dieser Kunstwerke, was man auch selber, Dinge, die man auch selber anbietet, passen denn zu dem, was diese Person möchte? Verkauf ist immer eine Art, also Verkauf wird immer mit Manipulation und Andrehen und Anleiern und so weiter auch verbunden. Und eigentlich ist Verkauf Beratung. Es geht erstmal darum, die Person kennenzulernen. Und wenn man die Person kennengelernt hat, dann geht es darum, halt natürlich auch herauszufinden, was diese Person möchte und welche Art von Kunst und warum sie auch da ist. Ich beispielsweise auch in meinen Verkaufsgesprächen, generell wenn es dann auch um einen Künstler hier in Ringsburg geht, und ich habe keinen Kontakt zu dieser Person gehabt im Vorfeld, sondern es war irgendjemand, der über Empfehlungen reinkam, dann frage ich einfach, was hat sie zu uns gebracht? Ja, was ist der gemeinsame Nenner? Warum sind sie hier? Ja, und haben Sie schon Kunst gekauft? Besitzen Sie bereits Kunst? Welche Art von Kunst? In welche Richtung möchten Sie denn Ihr Portfolio erweitern? Ja, wenn er denn überhaupt ein Portfolio hat. Wenn er ein Neukunde ist, dann kann man einfach auch diese grundlegenden Themen auch ansprechen. So, welche Themen interessieren Sie denn? Warum sind Sie denn hier? Ja, also es sind unterschiedliche Fragen. Das ist sehr abhängig von der Person, wie die Chemie ist. Es ist eine gewisse Struktur in dem Sinne, gibt es da eigentlich nicht. Es geht eigentlich nur darum, herauszufinden, was die Person will und ob ich dieser Person das dann auch anbieten kann und habe ich das überhaupt. Und vielleicht sogar dann im späteren Verlauf dann zu sagen, hey, vielleicht können wir auch etwas, kann ich Ihnen etwas anbieten als Auftragsarbeit, das genau Ihre Überzeugungen trifft, genau Ihre Anforderungen trifft. Wie wäre es damit? Ja, so. Also, schwer zu sagen, schwer zu sagen. Aber es geht in erster Linie darum, herauszufinden, was die Person möchte. Denn es macht eigentlich gar keinen Unterschied, ob es hochpreisig ist oder nicht. Ja, ich habe das Gefühl, dass je teurer das Kunstwerk ist, umso einfacher ist es, wenn die Person schon mal bei dir im Atelier ist und bereits weiß, wie viel die Kunstwerke kosten. Weil der dann ja auch mit der Erwartung hingeht, vielleicht kaufe ich dann ja auch was von dem. Weil warum sollte ich diese Zeit investieren? Personen, die so viel Geld in die Hand nehmen, sind logischerweise ja auch sehr, sehr erfolgreich. Sonst hätten sie ja das Geld nicht für Kunst. Und wenn das Kunstwerk 10.000 Euro kostet, dann gehe ich dahin mit der Erwartung, dass ich was finde, weil ich werde jetzt nicht 2 Stunden oder die Person würde sich nicht die 2 Stunden nehmen, um hinzufahren, die Leute dann das Gespräch, diese ganzen Sachen sich anzuschauen. Die Leute müssen arbeiten. Ja. Gerade solche Leute achten ganz genau darauf, wo sie ihre Zeit investieren oder nicht. Und da geht es einfach nur darum, genau das zu liefern, was diese Person möchte. Solche Dinge wie Rahmen von Kunstwerken beispielsweise auch. Ich weiß ja, Jonas, dass du zum Teil auch diese Gemälde auch machst mit diese Wandrelief-Gemälde und eben auch diese Skulpturen. Bei Skulpturen
Ja, da ist es, also wenn sich jemand für eine Skulptur entscheidet, dann ist es meistens wirklich schon im Vorfeld passiert. Man will dann nur noch davor stehen und es wirken lassen auf einen. Und dann kann man wirklich auch erstmal die Person, gerade bei Skulpturen ist es sehr interessant, die Person das auch mal fühlen zu lassen. Greifen Sie doch mal hin, fühlen Sie das doch mal. Und dann zu erklären auch, was dahinter steckt. So welche Themen dann auch interessant sind. Oder welche Technik auch für ihn interessant sein könnte, dass man auch so diese harte Arbeit auch im Vordergrund stellt, den Qualitätsanspruch an sich selber auch beispielsweise. Ja, warum mache ich das ausgerechnet so? Warum nicht anders? Und dann auch zu fragen, sind Sie interessiert an der Intention, warum ich das gemacht habe? Und dann kann man auch an, das kann man sehr, sehr, das kann man sehr individuell dann auch anpassen, so diese ganzen Fragetechniken und so weiter. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr abhängig. Es ist sehr abhängig von der Kunst, es ist sehr abhängig von dem Kunden, es ist sehr abhängig von deinem Marketing im Vorfeld. Galeristen machen das normalerweise so, also wenn du eine Galerie hast, normalerweise läuft es so ab, dass man davon ausgeht, dass die Person einfach etwas Dekoratives haben möchte, aber einfach gerne Geld ausgibt. Denen ist in erster Linie nicht so wichtig, das Emotionale, die Intention dahinter, weil die Reichweite, die eben eine lokale Galerie hat, ist nicht sehr, sehr hoch. Das heißt, die Leute, die reingehen, sind jetzt nicht unbedingt von der Nische her, entsprechen nicht unbedingt der Nische, der du dich vielleicht auch der du dich anpassen möchtest. Dann kann das, weiß nicht, wenn man ein Kunstwerk sieht und das ist dann sehr, sehr farbig oder sehr farbenfroh in dem Sinne, dann spricht es einen auf visueller Ebene an. Und da ist das Emotionale dann nicht mehr da. Das heißt, da geht es dann wirklich darum, wo soll das Kunstwerk hin? Haben Sie denn, was steht denn neben dem Kunstwerk? Wie wird das beleuchtet? Ja, solche Dinge. Möchten Sie das mal Probe hängen? Ich komme mal vorbei, dann hängen wir das auf, dann machen wir Fotos. Das ist wie, als würde man in einen Nobelschuppen reingehen, irgendwie so ein Nobel-Möbelgeschäft und dann genau, das sind genau dieselben Gespräche, die man da aufführt. Deswegen bin ich halt ein Fan von diesem Nischenmarketing. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen unbefriedigend, diese Antwort, die ich dir jetzt innerhalb von 10 Minuten ge gegeben habe oder geleistet habe, aber es ist sehr abhängig. Es ist wirklich sehr, sehr abhängig, woher der Kunde kommt. Und ich hoffe, das hat deine Frage soweit beantwortet, Jonas. Die Anke fragt, ich habe auch kürzlich von einem Künstler gelesen, dass er, seit er im Tausenderbereich unterwegs ist, leichter verkauft als im Hunderter. Ich glaube es gerne, aber ich traue mich diesen Schritt noch nicht. Sehr guter Kommentar, Anke. Das ist auch wirklich ein Punkt. Wo soll ich da anfangen? Es ist wirklich eine Sache. Wenn du an die Mittelschicht verkaufst, sagen wir es mal so. Wenn du an die Mittelschicht verkaufst, dann wird es sehr, sehr schwierig, auch die Kunstwerke im Preis zu erhöhen. Das heißt, ich sage ja auch immer, also 600, 800 € ist schon absolutes Minimum für ein Kunstwerk, 1 Meter auf 1 Meter. Ja, ich habe jetzt letztens auch gehört, dass 80 cm auf 100 cm sich sehr, sehr gut verkauft, statistisch betrachtet. Und da kann man dann auch schon mal anfangen, Preise zu verlangen, die so um die 800, 700, 600 € sind. Und mit so einem kleinen Kunstwerk, in Anführungsstrichen kleinem Kunstwerk, da werden sich dann wahrscheinlich auch, wird sich wahrscheinlich auch eine Zielgruppe angesprochen fühlen, die dann mit Leichtigkeit diesen Preis dann auch zahlen kann. Wenn du jemanden hast, der im Monat 3.000 € verdient, der wird diese 800 € lieber in eine neue Couch investieren. Der braucht sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit. Und da für ihn ist es dann vielleicht nur Farbe auf Leinwand. Und selbst wenn die Person den emotionalen Bezug zu dem Kunstwerk hat, dann wird es sehr, sehr schwierig, die Person trotzdem dazu zu bringen, das Geld zu investieren, in Anführungsstrichen zu bringen. Ja, es geht ja darum, Menschen das zu geben, den Mehrwert zu liefern, den sie dann auch wirklich wollen. Es geht ja darum, dass die halt dieses hart verdiente Geld, in Anführungsstrichen hart verdiente Geld, dann gegen etwas eintauschen, das nach ihrem persönlichen Empfinden mehr wert ist als dieses Geld, das sie halt da sich erarbeitet haben. Bei jemandem, der 10.000 € pro Monat verdient, der bezahlt gerne mal 3.000, 4.000 für ein Kunstwerk, wenn es für ihn eine Bedeutung hat. Und vor allem, man darf da nicht vergessen, die sozialen Bedürfnisse des Menschen sind da halt auch entscheidend. Ja, Prestige, Anschluss, Menschen, die halt in diesem Preissegment sich einreihen oder in diesem
Einkommenssegment sich einreihen, die umgeben sich natürlich mit, auch mit unterschiedlichen Menschen, mit ganz anderen Menschen. Menschen, die vor allem gerne auch Geld für solche Dinge ausgeben. In Marketing to the Affluent von Dan Kennedy, das ist auch ein, ein Marketing-Guru oder ja, so eine Legende, die ich auch immer wieder empfehle. Er hat eben auch dieses Buch darüber geschrieben, was eben wohlhabenden Menschen sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt habe ich den roten Faden verloren, weil ich gesehen habe, dass Anke ein Herzchen hinterlassen hat. Aber um das zusammenzufassen, ja, du brauchst nicht wenige Käufer, du brauchst nicht viele Käufer. Es geht darum, dass du einfach eine Handvoll Käufer erreichst, die eben sich das Geld, dieses Geld hat, das Budget und eben auch ein ehrliches Interesse dafür und dich dann halt auch weiterempfiehlt an Menschen, die auch wirklich denselben Werten und Überzeugungen folgen und auch das Budget haben, um sich das vielleicht auch selber zu leisten. Denn wenn ich als Mittelschichtler, so gesehen, mir ein Kunstwerk reinhänge für 4.000 Euro und ich meine Freunde einlade, ja, das ist mal angenommen, ja, und ich habe eine Couch für 200 Euro und da Ikea und das Mögliche und dann hängt da ein Kunstwerk für 1.000 oder 4.000 Euro. Das macht keinen Sinn. Ja, das macht keinen Sinn. Da überlegt man sich ganz genau, was würden meine Freunde sagen, wenn ich ihnen erzähle, dass ich mir ein Kunstwerk gekauft habe für 4.000 Euro oder 1.000 Euro. Da werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich denken, was ist mit dem los? Ist ja noch ganz dicht. Ja, deswegen, das Preissegment, Kunst ist Luxus. Da geht kein Weg dran vorbei. Und deswegen darf man das auch selber so sehen. Für dich selber, Anke, geht es einfach nur darum, dass du dir sagst, hey, dieses Kunstwerk, das ich hier mache, das hat einen Mehrwert, ich stehe dahinter, ich habe eine gewisse Überzeugung, die ich damit kommuniziere. Deswegen ist mir persönlich wichtig, auch in meinen Coachings immer wieder auch das zu betonen, dass man sich eine Intention aussuchen soll, die vielleicht auch größer ist als man selbst. Der Künstler sollte sich betrachten als Guide, ja, nicht als Held oder sowas, was so auch ein bisschen im Akademischen immer wieder auch angepriesen wird, sodass der Künstler darf sich nicht beeinflussen lassen, darf sich nicht am Kapital orientieren, muss egoistisch sein, ist ich-bezogen. Ja, das ist so, als würde man in ein Gespräch starten und nur über sich reden oder nur über die Dinge reden, die einem persönlich wichtig sind. Solche Leute werden nie wieder zu Partys eingeladen. Und deswegen empfehle ich auch, immer wieder sich selber als Guide zu betrachten und Kunst anzubieten, die Menschen wirklich hilft, auch vielleicht auch in der Selbstreflexion oder sich an Dinge zu erinnern oder ein gewisses Gefühl in die eigenen vier Wände zu bringen. Und das ist deine Aufgabe als Künstler. Genau das, vielleicht sogar positive Veränderungen zu inspirieren, wenn das deine Aufgabe ist. Aber im Großen und Ganzen geht es wirklich darum, die Menschen zu erreichen, die das auch wertschätzen können. Und das sind meines Erachtens und meiner Erfahrung nach einfach Menschen, die einfach mehr Geld zur Verfügung haben. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch was ansprechen, denn das ist etwas, was ich unter sehr, sehr vielen Künstlern sehe und was ein unglaubliches Problem ist, was auch im akademischen Bereich sehr, sehr breit getreten wird. Und zwar so dieses, ich kann die wohlhabenden Menschen nicht riechen. So, ja? Diese Snobs und diese reichen Leute, die haben sich das alles ergaunert und sowas. Das ist ja, das ist schon irgendwie schizophrene, borderline-mäßige, fragwürdige Einstellung. Ne? Man möchte Kunst verkaufen für viel Geld an Leute, die eben das Geld zur Verfügung haben, aber dann mag man die Leute nicht. Das ist auf jeden Fall ein Rezept für einen Ruin. Man möchte natürlich mit Menschen zusammenarbeiten, man möchte Mehrwert Menschen bieten, die man auch selber leiten kann. Das heißt, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich erstmal auch zu überlegen, welchem Typ Menschen möchte ich denn meine Kunst anbieten und dann auch das persönliche Verhältnis zum Thema Geld ein bisschen anpassen, ja, dass das Geld gut ist. Geld ist was Gutes, das ist sowas wie Benzin, würde ich sagen, ja, so Treibstoff. Was du damit machst, ist die andere Geschichte, aber es geht einfach darum, man muss seine eigene Zielgruppe auch mögen und wenn das nicht funktioniert, dann wirst du nie verstehen, was diese Zielgruppe auch wirklich will. Und wenn du nicht weißt, was die Zielgruppe will, dann wirst du einfach auch ziellos durch die Gegend malen, ja, und darauf hoffen, dass irgendjemand
deine Genialität wertschätzt und dir dann Geld hinterherwirft. Das ist so der Gedanke, den die meisten Künstler haben. So funktioniert es leider nicht. So funktioniert es leider nicht. Selbst Picasso musste am Anfang seiner Karriere sehr, sehr, sehr viele Porträts malen in Auftrag, bevor er vor allem für Leute, die komplett anderen Lebensstil hatten als er, sehr reiche Leute, die er wahrscheinlich auch nicht gemocht hat. Aber vielleicht hat er dadurch dann auch den Bezug zu seiner Zielgruppe gefunden und vor allem hat er ganz genau herausgefunden, was die Menschen wollen, auch durch die Unterstützung seiner Kunsthändler, der Kahnweiler beispielsweise, Daniel Henry Kahnweiler, ein Deutscher, und eben der Rosenberg. Aber das wäre wieder auch ein anderes Thema. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, Anke. Und wir haben keine Fragen. Sehr, sehr gut. Ich möchte auch noch mal einen Punkt ansprechen. Also gerade, und ich würde euch bitten, jetzt auch einfach mal Fragen zu stellen, weil wir haben noch eine halbe Stunde. Ich möchte einfach auch einen Punkt ansprechen. Das Thema Marketing einfach für Künstler. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Künstler sich darüber Gedanken machen, so, ja, was passiert, wenn ich mich jetzt so also in den Vordergrund stelle und wenn ich versuche, meine Kunst zu vermarkten, was sagen dann meine Künstler, Kollegen und Freunde? Das ist ein Problem, das viele Künstler zurückhält, auch die Dinge zu tun, die notwendig wären, um erfolgreich zu sein, weil ja, ihr Umfeld nicht erfolgsorientiert ist, weil Erfolgsorientierung meistens mit was sehr, sehr Negativem assoziiert wird. Und das ist ja, eine sehr ungesunde Einstellung. Ich würde auch diesen Künstlern raten, dass sie sich nicht mit Künstlern umgeben, sondern lieber mit Unternehmern. Künstler sind jetzt nicht die beste Gesellschaft, vor allem die Künstler, die keinen Erfolg haben wollen, weil das färbt ab. Man ist der Durchschnitt seiner fünf besten Freunde. Diesen Spruch kennt ihr wahrscheinlich. Oder die fünf Personen, mit denen ihr euch am meisten beschäftigt und umgibt. Und deswegen macht es einfach Sinn, auch als Künstler, und das habe ich auch Jonas schon empfohlen in unserem Gespräch, dass man sich einfach auch mal mit Unternehmern unterhält und sich mit Unternehmern auch umgibt und auch versteht, wie diese Menschen auch denken. Oder vor allem sich mit erfolgreichen Menschen so umgeben. Vielleicht auch Menschen, die interessiert sind an dem Thema, das du persönlich auch ansprichst in deiner Kunst. Das heißt, diese Art, diese Scheu vor Marketing muss man einfach auch bei ablegen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da, ja, es muss euch scheißegal sein, was andere Leute von euch denken. Ja, das ist wichtig. Am Anfang wird man immer belächelt und vielleicht sogar gehasst. Ja, wenn man auf einmal in der Person, in den Taten dieser Person vielleicht Dinge sieht, die man hätte selber auch tun können, um erfolgreich zu werden. Und was passiert dann? Naja, dann geht es los, dass man moralische Überlegenheit demonstriert, indem man sagt, ja, ich mache ja auch keine markttaugliche Kunst, das ist ja auch nicht meine Absicht. Ja gut, dann bist du Hobbykünstler und kein erfolgreicher professioneller Künstler. Aber diese moralische Überlegenheit, dessen bedienen sich sehr, sehr viele Künstler und sehr, sehr viele andere Menschen auch. Und das muss man einfach ablegen. Das ist so dieser ungesunde Zynismus, der einem sehr viele Steine in den Weg stellt. Und ich hoffe wirklich vom tiefsten Herzen, dass ihr das ablegen könnt. Also diejenigen, die das wirklich, die so denken und so fühlen. Weil das Wichtigste ist, dass ihr euch daran orientiert, was die Menschen wollen, die ihr bedienen wollt mit eurer Kunst. Und wenn ihr sagt, ich möchte jeden bedienen, dann wird es schwierig, jeden zu erreichen, denn man möchte persönlich angesprochen werden. Ja. Der schönste Klang, den wir Menschen hören, ist der Klang des eigenen Namens, hat der Dale Carnegie gesagt, das sage ich immer wieder. Und deswegen ist es wichtig, die Leute auch kennenzulernen, mit denen man auch arbeiten möchte, denen man die eigene Kunst auch schmackhaft machen möchte, relevante Kunst dann auch zu machen, die genau diesen Überzeugungen und diesen Vorstellungen auch entsprechen, die diese Person hat. Ja, das ist, wir haben jetzt sehr viel Marktrecherche auch betrieben, also mit meinen Künstlern. Fast 200, 300 Leute haben wir interviewt. Und auf die Frage hin, eine Frage, die am Ende gestellt wird: Wenn du 4.000 Euro zur Verfügung hättest und du müsstest es für ein Kunstwerk ausgeben, was müsste dieses Kunstwerk für dich erfüllen? 90% der Antworten haben gesagt, es muss mich persönlich ansprechen, es muss mich berühren
Und ich muss sofort wissen, ob es für mich relevant ist oder nicht. Klarheit in der Kommunikation. Das sind die zwei Dinge, die immer wieder auftauchen. Immer wieder auftauchen. Das heißt, ihr müsst einfach herausfinden, was die Leute wollen. Und dann weg von diesem Egoismus, dieser Ich-Bezogenheit. Also, wenn niemand mich versteht, dann sind alle anderen blöd. Nein, vielleicht bist du der Blöde, der einfach nicht kommunizieren kann. Wie gesagt, dieses Beispiel, einfach in die Menge rauszugehen oder in eine Gruppe sich reinzustellen und dann einfach nur über Dinge zu reden, die einem selber interessieren und nie darauf zu hören, was alle anderen sagen und immer nur darauf zu warten, bis man selber an der Reihe ist, etwas zu sagen. Ja, das führt dazu, dass man irgendwann mal sehr, sehr, sehr einsam ist. Und das ist auch in der Wirtschaft genau dasselbe. Ich mache ja auch das, was ich hier mache, auch diese ganzen Videos auf YouTube und alles. Das ist ja immer daran orientiert, was euch beschäftigt und welche Themen euch beschäftigen und nicht, was mich beschäftigt. Ja, mich beschäftigen auch ganz andere Themen. Ja, solche Dinge wie, heute habe ich mich mit der Stringtheorie auseinandergesetzt. Ja, das ist etwas, was für euch vielleicht jetzt vielleicht interessant ist, aber da würdet ihr jetzt einen Freitagnachmittag nicht dafür opfern, dass ich euch erzähle, was ich auf YouTube darüber erfahren habe. Also das ist irrelevant, aber es ist interessant für mich. Ja, das ist etwas, was in mir brodelt. Ja, das ist wichtig, so für mich, aber drauf geschissen, was mir wichtig ist. Es kommt darauf an, was euch wichtig ist, weil ihr seid meine Zielgruppe. Warum sollte ich euch irgendwas zeigen, was mich interessiert, aber von dem ich nicht weiß, ob es euch überhaupt interessiert? Deswegen, also genauso müsst ihr auch selber angehen. Ja, es ist doch was Schönes, einfach Menschen auch etwas zu geben, das sie halt auch bewegt. Und ja, ich habe das Gefühl, die Kunst wurde den Menschen weggenommen durch dieses ganze Akademische. Ja, ihr habt die Möglichkeit, sie wieder den Menschen zurückzugeben. So, und jetzt weiter im Kontext. Anke schreibt, vielen Dank und danke auch für deine neuen Videos auf YouTube. Sehr gerne, freut mich, dass die Videos so auch Anklang finden. Freut mich sehr. Die Videos findet ihr natürlich auch auf, oder die Tonspur findet ihr natürlich auch auf iTunes und Spotify. Ich glaube, auch in den Beschreibungen werdet ihr dann den Link auch dazu finden, zu den einzelnen Plattformen. Und ja, vielleicht ist es euch aufgefallen, ich beantworte eigentlich die Fragen, die wir auch in diesen Livestreams haben, immer wieder ein bisschen ausführlicher, auch in diesen Videos. Und ich hoffe, dass es euch auch in Zukunft gefallen wird. So, Bianca, du bist auch dabei, freut mich. Gut. Haha. Wir haben 37 Minuten, 8 Zuschauer und keine Fragen. Ihr hört mir gerne zu, habe ich das anscheinend. Ich nehme jetzt einfach mal einen Schluck. Ich hoffe, dass euch vielleicht die ein oder andere Frage auch mal einfällt. Und dann können wir weiter im Kontext weiter machen. Ja. genau. Jonas schreibt. Danke für die Antwort. Eine Sache noch. Kannst du ein gutes Newsletter-Beispiel, welches sich lohnt, kennst du ein gutes Newsletter-Beispiel, welches sich lohnt anzusehen? Gerade auch vom Storytelling her. Muss nicht von einem Künstler sein. Ja, klar. Also in dem Zusammenhang kann ich dir Andrew Chaperone, glaube ich, heißt der. Kann ich dir empfehlen. Und Russell Brunson. Das sind so die Leute, die sich mit Storytelling sehr, sehr gut auskennen. Dann gibt es einen Donald Miller, der wie heißt denn das Buch? Heute habe ich es fertig gehört. Moment, ich schaue gerade mal in meinem Audible. Das ist da hier. Building a Story Brand. Kann ich nur empfehlen. Also ich bin jetzt 45 Minuten vorm Ende und ich bin sehr begeistert. Also er erklärt dann auch Schritt für Schritt, welche Dinge denn auch interessant sind für eure Leser und eure potenziellen Kunden. Denn es gerade in dem Buch ist es sehr interessant, denn er spricht von drei Themen, die immer wieder auftauchen, drei Probleme, die die Menschen interessieren. Also jede Geschichte da draußen besteht aus drei Problemen, also jede gute Geschichte. Es sind äußere Probleme, die überwunden werden müssen, innere Probleme, die überwunden werden müssen und natürlich das philosophische Problem, das überwunden werden muss. Was bedeutet das? Ja, man hat von außen einen Widerstand, der überwunden werden muss und dann kommt im zweiten Zug eben der innere Widerstand. Bin ich denn gut genug, um diesen Widerstand zu überwinden?
habe ich denn, was notwendig ist, um das zu schaffen? Und dann hat man das Philosophische, ja, das Gute muss immer siegen. Wenn ihr euch jetzt mal die wichtigsten Filme des letzten Jahrzehnts anschaut, ist immer dieser Aufbau. Ja? Das Problem, das von außen auf den Helden einwirkt, und dann hat man den Helden, der mit persönlichen eigenen Problemen auch zu kämpfen hat, Widerstände, es kann alles Mögliche sein, und dann geht es darum, einfach einen philosophischen Sieg zu erlangen. Und was sehr interessant ist für euch, was sehr interessant für euch sein könnte, für euch Künstler, ist, dass man in jeder Geschichte so einen Guide hat, so einen, wie soll ich sagen, ja, so jemanden, der einfach Anweisungen oder Richtungen vielleicht auch vorgibt, der unterstützend wirkt. Ja, du hast in jedem Film hast du einen Guide, du hast einen Held und du hast einen Guide. Bei Matrix ist es Neo, ist der Held, der hat die äußeren Einflüsse, ja, die äußeren Problemchen, die Matrix, die sich gegen ihn stellt, oder zumindest Agent Smith. Und dann das Innere, ja, diese innere Probleme. Bin ich denn der Auserwählte? Ja oder nein? Und auf dem Weg dorthin hast du Morpheus, der ihn dabei unterstützt, ja, genau das zu erreichen. Ihn dabei auch bestärkt und sagt, er ist der Auserwählte. Und eine sehr interessante Geschichte. Also das hat man in jedem Film hat man sowas. Auch bei Herr der Ringe, bei Transformers, Hamlet, Shakespeare. Es geht immer darum. Und wenn ihr solche Elemente in eure Geschichten einbauen könnt, dann sind sie auch interessant für den Leser. Und ja, dann damit kann man sich identifizieren. Jeder Mensch, jeder von euch und ich mit eingeschlossen, hat immer gegenwärtig einen äußeren Widerstand, ja, ein äußeres Problem, das überwunden werden muss, ein inneres Problem, das überwunden werden muss, und einen philosophischen Sieg, der erlangt werden muss. Ja, das Gute muss immer gewinnen, oder solche Geschichten. Ja, das kann alles Mögliche sein. Deswegen bin ich auch ein Freund davon, die Intention so zu formulieren, dass es sich an einem Problem orientiert oder an einem Bedürfnis oder an einem Status quo, den du vielleicht auch positiv beeinflussen möchtest mit deiner Kunst. Und deine Kunst ist natürlich Werbung für dich selber, das hatten wir ja schon. Die Kunst steht nicht für sich selbst, wie es immer auch erzählt wird. Aber die Kunst muss für sich wirken, das ist Blödsinn. Denn der Künstler kann dann die Kunst bieten und auch zur Verfügung stellen, um den Helden, den Kunden, dabei zu unterstützen, das zu erreichen, was er erreichen möchte. Ja, also es ist sehr, sehr abstrakt jetzt in dem Fall, aber wenn du jetzt Kunst machst, Umweltschutz, oder es kann alles Mögliche sein, es kann ja auch das Thema Freiheit sein oder das Thema Wachstum. Ja. Man hat äußere Einflüsse, die den Kunden vielleicht vom persönlichen Wachstum abhalten. Ja. So innere Einflüsse, das äußere Umfeld, das einen vielleicht auch ein bisschen limitiert. Dann hat man die inneren Problemchen, die überwunden werden müssen, vielleicht auch eigene Konditionierungen, falsche oder schlechte Erinnerungen, vielleicht an Misserfolge. Und dann hat man Kunst, die genau das, die genau dabei helfen kann, das zu überwinden, vielleicht sich daran zu erinnern, was vielleicht an Tugenden zu erinnern, sich daran zu erinnern, was notwendig ist oder was Schönes in dieser Welt und wofür es sich lohnt zu kämpfen. Das ist genau das. Die Leute wollen solche Geschichten hören, und dann kannst du mit deiner Kunst halt sehr, sehr hilfreich zur Seite stehen. Und ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, Jonas. Storytelling ist ein wichtiger Punkt. Storytelling ist so der Kern des Marketings. Es gibt natürlich noch das Werbetexten, das im Detail noch etwas komplizierter ist, ein bisschen anspruchsvoller. Aber wenn du Geschichten erzählen kannst, hast du gewonnen. Die Leute sind dann irgendwann mal in deinem Newsletter. Und wenn du dann nicht nur Werbung machst für deine Kunst, sondern einfach auch Geschichten erzählst, interessante Geschichten erzählst, die auch das widerspiegeln, was in deinem Kunden vorgeht, dann hast du gewonnen. Dann ist es nur eine Frage der Frequenz, eine Frage der Zeit, und irgendwann mal kommen die Anfragen. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Die Marit schreibt, wie wichtig ist der Standort vom Atelier, also lieber städtisch, in einem Dorf oder sogar im eigenen Haus? Sehr gute Frage, Marit. Da möchte ich mich auf Magnus Resch beziehen. Einfach mal so, weil ich das Buch gelesen habe und ich mir denke, das hört sich jetzt klug an, wenn ich was zitiere. Magnus Resch hat gemeint, er ist eben
Dozent für Kunstmanagement und hat Management von Kunstgalerien dieses Buch geschrieben, das ja extrem viel in Aufruhr gebracht hat. So, der ganze Kunstmarkt war dann empört, ja, weil er das Ganze auch ein bisschen wirtschaftlicher angesehen hat und hat dann auch gemeint, ja, diese pompösen, großen Galerien in der Innenstadt sind einfach nur grobe Geldverschwendung. Lieber außerhalb die Galerie aufmachen und dann vernünftiges Marketing machen und dann lieber vernünftig auch zu investieren in andere Dinge, beispielsweise hochqualifiziertes Personal und so weiter. Warum erzähle ich das? Naja, als Künstler geht es ja in dieselbe Richtung. Es kommt auch sehr darauf an, wie dein Marketing aussieht, ob du lieber unter Menschen bist, also beispielsweise Evie Brown, die Künstlerin, mit der ich arbeite und jetzt bei Ava Max in diesem Video auftaucht, in diesem Musikvideo. Sie ist sehr, sehr aktiv, also auch physisch aktiv, möchte rausgehen, möchte sich mit Menschen auch treffen, persönlich und ja, in der Interaktion sein, so Energien spüren, ja, so einfach das so mitnehmen und auch einfach Konversationen führen. So ist nicht jeder Künstler. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, dass du den Weg raussuchst, so in die Welt, ja, wenn du dich mit Menschen beschäftigen möchtest, wenn du rausgehen möchtest, ja, dann würde ich dir empfehlen, halt in Stadtnähe zu sein. Das Atelier an sich sollte einen einzigen Punkt für dich erfüllen. Und zwar soll es dich dazu motivieren, regelmäßig an deiner Kunst zu arbeiten. Es sollten so wenig Hürden zwischen dir und deiner Arbeit stehen. Und wenn du erstmal 2 Stunden zu deinem Atelier fahren musst, weil das irgendwo in der Stadt ist, dann verfehlt es den Zweck. Das heißt, je nachdem, was für ein Mensch du selber bist, wie du vorhast, deine Kunst zu verkaufen, ist es empfehlenswert, da effizient zu denken, einfach auch von der eigenen Zeit, vom eigenen Einsatz, welche Dinge dir persönlich wichtig sind. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst in deinem eigenen Haus dein Atelier einrichten und du könntest dort auch Kunden empfangen, dann mach das, warum nicht? Dann ist es auch was Persönliches. Man bekommt mit, wie der Künstler dann noch lebt und ist dann, ja, ist einfach persönlich und man hat eher das Gefühl, dass man bei einem alten Freund vielleicht vorbeischaut und nicht bei jemandem, der einem was verkaufen möchte. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, Marit. Die Ulrike schreibt, wenn man noch einen Brotjob hat, sollte man den angeben oder sich als hauptberuflicher Künstler ausgeben? Ulrike, ich glaube, du hast deine Frage selbst beantwortet. Sich als etwas auszugeben, ist nie der richtige Weg. Es ist immer richtig, das Richtige zu tun, sage ich immer. Es ist nicht immer einfach. Ja, man möchte auch Menschen nicht vergraulen. Aber erzähl deine Geschichte. Erzähl, was du gerade machst und dass du eigentlich im Herzen Künstlerin bist und dass alles, was du tust, eigentlich nur dazu beiträgt, deinen Traum von hauptberuflichen Künstlerinnen zu unterstützen. Und die Erfahrungen, die du da sammelst während deinem Brotjob, kannst du auch nutzen für deinen Content, also für deine Inhalte, auf Deutsch jetzt, für deine Inhalte aus den sozialen Medien, in deinem Newsletter. Das sind die Dinge, die halt dann auch so eine gewisse Menschlichkeit ausmacht. Ja? Und dann können die Leute dich dann halt auch, können, also gerade deine Fans können dich dabei begleiten und bekommen auch mit, wie sich deine Karriere entwickelt und können mitfiebern. Das wollen wir ja. Das ist ja auch diese Spannung, die sich da aufbaut. Wir wollen ja wissen, wie es ausgeht. Ja? Und wenn du da mit Inbrunst dahinter bist und mit Überzeugung und dir eine Zielgruppe aussuchst, die wirklich interessiert ist an dir und dem, was du halt auch kommunizieren möchtest, dann werden die dich auch dabei unterstützen. Und sie werden auch über dich dann reden mit ihren Freunden und Bekannten. Das ist, weil es einfach ein emotionales Thema ist. Ja, wir wollen ja wissen, wie es ausgeht. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, Ulrike. Und weiter geht's. Beate schreibt, wenn man Online-Marketing macht, läuft es da auch auf Online-Käufe aus? Kaufen die Leute Bilder, die sie nicht live gesehen haben? Die kommen doch gar nicht so rüber wie in echt. Und die Wirkung ist doch viel beeindruckender, wenn ich so ein richtiges Ölbild sehe. Sehr gute Frage, Beate. Ja, man darf da leider nicht von sich selbst ausgehen oder zum Glück nicht von sich selbst ausgehen, denn Menschen haben einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Manche sind auch gewohnt, Dinge übers Internet zu kaufen. Das ist halt auch das eigene Kaufverhalten
in Bezug auf andere hochpreisige Dinge. Ja, das färbt sich ab auf auf das komplette Kaufverhalten. Und das kann es halt auch einfach dazu führen, wenn man ein Kunstwerk kauft für 4.000 Euro und man kann sich es wirklich leisten und das gefällt einem nicht, dann schicke ich es halt zurück. Ja, das ist ja gar kein Problem. Kostet halt Geld, ja, aber jemand, der 4.000 Euro für irgendwas ausgeben möchte oder vielleicht noch mehr, dem ist es scheißegal, da hängt sich das rein und wenn er das Gefühl hat, nee, es passt nicht, dann lässt er das zurückschicken, ja, oder schickt es selber zurück. Deswegen, das Online-Marketing ist einfach nur eine Möglichkeit, um automatisiert und, also, sorry, anders. Online-Marketing hilft dir dabei, Verkaufsgespräche zu führen, ohne selber vor Ort zu sein. Das heißt, alles, was du über dich selber erzählst, diese ganzen Geschichten, die Dinge, von denen du weißt, dass sie deine Zielgruppe interessieren, die haben einfach nur einen Zweck, und zwar Vertrauen aufzubauen und im Gedächtnis zu bleiben. Frequenz dieser Nachrichten oder dieser Messages, dieser Mitteilungen, dieser Marketinginhalte oder generell Inhalte führen einfach dazu, dass du halt auch einfach im Gedächtnis bleibst. Und wenn du im Gedächtnis bleibst, dann wird im Fall, dass das Thema Kunst vielleicht mal aufkommt, wird dann auch dein Name fallen. Und wenn deine Kunst auch in Bezug auf irgendein Thema vielleicht auch relevant ist oder dein Kunstwerk, deine Kunst, dein Schaffen sich an irgendeinem Thema orientiert und diese Person an diesem Thema Interesse hat, aber vielleicht auch nicht das Geld hat, um sich dein Kunstwerk zu leisten, dann wird er bestimmt auch Freunde in seinem oder Freunde und Bekannte haben, die sich es vielleicht auch leisten können oder vielleicht Leute kennen, die sich es leisten können. Denn worüber spricht man mit seinen Freunden und Bekannten? Natürlich über die Dinge, die man gemeinsam hat, damit man einfach auch sich länger unterhalten kann. Das ist ja auch das ist ja die Natur des Menschen, sich gerne dann auch gerne diese sozialen Bindungen dann auch zu verstärken. Das heißt, dein Online-Marketing ist einfach nur eine Möglichkeit, um das zu vereinfachen, was sonst eine Galerie gebraucht hat. Deswegen sterben auch Galerien aus. Es ist tatsächlich so. Das ist nicht meine Aussage. Das sagt, wie gesagt, Magnus Resch auch. Einfach weil es sich nicht mehr lohnt. Auch die ganze Versicherung, die Kunstwerke auszustellen allein. Das muss ja alles versichert werden. Das muss alles verschickt werden und so weiter. Deswegen, und die Verkaufsgespräche müssen immer wieder angepasst sein. Das heißt, wenn jemand in eine Galerie reinkommt, du weißt ja nicht, wer das ist, du weißt auch nicht, was ihn interessiert. Und der läuft dann einfach nur rum, schaut sich Dinge an und du hast gar nicht die Möglichkeit, ihn darüber aufzuklären, was dich persönlich ausmacht als Künstler. Und so haben wir dann wirklich einen Verkaufstrichter, das nennt sich ja Trichter, Funnel, das heißt, du hast so einen Verkaufstrichter und du hast eine Masse an Personen, die auf deine Website kommen, die vielleicht vages Interesse an Kunst haben oder an deinem Thema. Und daraus kristallisieren sich dann immer mehr Leute raus, die, oder geht es halt so spitz zu, werden es immer weniger Menschen, die einen weiteren Schritt in deine Richtung tun. Das heißt, gehen auf deine Website, ein kleiner Prozentsatz davon meldet sich von deinem Newsletter an, ein kleiner Prozentsatz davon liest sich jede E-Mail durch und ein kleiner Prozentsatz davon kauft dann auch tatsächlich. Das heißt, du automatisierst dadurch auch diese Verkaufsgespräche, die du im Vorfeld sonst halt in person, vielleicht bei irgendeiner Ausstellung, hättest machen müssen. Und was sehr zeitintensiv ist und du musst halt persönlich da sein. Das heißt, dieses Online-Marketing hilft dir einfach dabei, das einfach beiseite zu schieben und das einfach so zu organisieren, den Menschen selber die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, wann möchte ich die Zeit investieren, um mich über deine Kunst zu informieren oder was dich persönlich ausmacht. Und dann kommen sie von selber drauf, ob sie sich dafür interessieren oder nicht. Und es kann eben auch sein, dass der emotionale Bezug zu dem, was du machst, so stark ist, dass sie um jeden Preis dieses Kunstwerk haben wollen. Ja, aber es liegt ja in der Natur der Sache, dass eben Kunstwerke knapp verfügbar sind. Ja, es ist oft so, dass einfach ein Kunstwerk an sich ein Einzelstück ist, logisch. Und dann hat man eben Angst, dass es vielleicht jemand anders kauft. Und das kann eben dazu führen, dass man es einfach kauft. Das hat unterschiedliche Gründe. Es hat auch vielleicht hat man irgendwie, will man irgendwie ein Kunstwerk für jemanden anderen kaufen. Ja, und dann ist es völlig egal, wie das auf einen selber wirkt, wenn man weiß, dass dieses Thema, dieses Objekt oder wie auch immer, das da dargestellt wird, diese Person interessieren könnte. Ja. Deswegen, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet.
Es kaufen immer mehr Menschen Online-Kunst. Es ist tatsächlich so. Ich habe letztens eine, letztens, ich glaube vor einem Jahr, habe ich eine Statistik mir angesehen von Artsy.net und die haben eben darüber berichtet, dass immer mehr Kunstsammler auch über Instagram einkaufen. Immer mehr Kunst auch über Instagram einkaufen und dann eben auch in Massen, weil dann sich fünf, sechs Bilder kaufen auf einmal. Ja, also deswegen. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, Beate. Krasina schreibt, ich habe es doch noch geschafft, hier zu sein und stelle gleich meine Frage. Wenn ich meinen Kunden durch Freundschaftsanfrage auf meine FB-Seite aufmerksam machen konnte und er mir sagt, dass er meine Aktivitäten direkt auf meiner FB-Seite zu beobachten beabsichtigt, soll ich ihm dann trotzdem noch einen Newsletter schicken? Ist das dann nicht zu viel? Danke für deine Antworten. Nee, ist nicht zu viel. Man kann nie genug bekommen von den Dingen, die man haben möchte. Und wenn die Person deiner FB-Seite folgt, deiner Facebook-Seite folgt und du keine bezahlte Werbung machst, dann kannst du davon ausgehen, dass nur 3% der Fans, die du hast, das ist 4%, glaube ich, 4% der Personen, die dir folgen, dann auch tatsächlich die Sachen sehen, die du auch teilst. Das heißt, die organische Reichweite auf Facebook-Seiten ist so gering, dass man Geld investieren muss. Genau dieselbe Entwicklung findet auch gerade auf Instagram statt. Weil die Leute sehen, okay, oder Facebook sieht, ja, organisch funktioniert das ganz gut, die Leute interagieren miteinander und jetzt gehen wir langsam mit der Reichweite runter, damit wir da ja, Profit draus schlagen können. Und deswegen, Facebook ist eine nette Sache, ist eine gute Sache, wenn man Geld investiert. Ansonsten würde ich sogar Facebook, eine Facebook-Seite lassen. Ich würde dir sogar empfehlen, deine persönliche Seite, dein persönliches Facebook-Profil als Facebook-Seite zu nutzen. Was meine ich damit? Naja, die ganzen Bilder, die du hast, hau das ganze persönliche Zeug raus aus deinem Facebook-Kanal, aus deinem Facebook-Profil. So ein paar Dinge, die dich vielleicht auch ausmachen, ja, so, dass der vielleicht nicht negativ angekreidet werden kann. Und dann poste da deine Kunstwerke, schreib da ein bisschen was dazu und dann adde die Leute persönlich, weil die dann einen persönlichen Bezug zu dir haben und das sich dann nicht anfühlt, als würden sie irgendwie einer Facebook-Seite folgen. Und da ist die Reichweite deutlich höher, weil Facebook eben jetzt in letzter Zeit sich mehr darauf konzentrieren möchte, die Reichweite von Gruppen zu erhöhen, also so wie die Ikonen-Community, da wird die Reichweite erhöht. Das heißt, da sehen die Leute immer mehr Beiträge, weil das einfach für sie relevanter ist. Und die Beiträge von Freunden. Das heißt, wenn du die Leute als Freunde addest und deine Seite, deine persönliche Facebook-Seite als Werbeplattform siehst, dann kannst du da sehr, sehr gute Erfolge erzielen. Also ist erstaunlich, wie gut das auch funktionieren kann. Aber Newsletter ist auf jeden Fall interessant. Die Person muss einen Grund haben, warum es sich für ein Newsletter anmeldet. Ich würde das auch nicht Newsletter ich würde das auch nicht als Newsletter anpreisen, sondern als Liste. Ja, so, möchtest du dich für meine Liste anmelden? Du bekommst im Gegenzug dazu eben meinen Katalog, da sind noch vielleicht andere Dinge noch drin oder sowas. Oder du hast irgendwas anderes, was du ihm anbieten kannst. Oder, weiß ich nicht, was man ihm sonst noch anbieten kann. Es kommt ganz drauf an, wen du damit erreichen möchtest, aber Newsletter ist nicht zu viel. Newsletter ist wichtig, weil du dann in einer sehr systematischen Reihenfolge die Leute oder die Person dann auch mit Informationen beliefern kannst, die psychologisch betrachtet auch einfach Sinn machen, um Vertrauen aufzubauen und ihn mit Dingen zu konfrontieren, die ihm zeigen, wie ernst du das meinst und was dahinter steckt, was deine Technik ausmacht, was deine Kunst auch, was die Qualität deiner Kunst ausmacht. Das sind alles Dinge, die kommuniziert werden müssen in der richtigen Reihenfolge. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Bianca schreibt, es wird lang. Mir ist das mit der Segmentierung bei Newslettern noch nicht so klar. Bekommen alle die Leute, die die Einführungssequenz durchlaufen haben, danach als erste Mail die erste Mail einer sogenannten zweiten Sequenz, die dann im wöchentlichen Abstand gesendet wird? Oder bekommen alle an einem Tag die gleiche Mail? Egal, ob Sie die Einführungssequenz von einer oder vor zum Beispiel 4 Wochen abgeschlossen haben. Also sozusagen die Mail des Tages. Sehr, sehr gute Frage, Bianca. Das ist eine sehr wichtige Frage. Mit der Segmentierung kann man sehr viel falsch machen. Wichtig ist, dass du die erste Segmentierung für deine die Einführungssequenz abschließt, ja? Also erstellst. Das heißt, alle Leute, die diese Sequenz durchlaufen,
werden dann beispielsweise in ein Segment eingefügt, das Abschluss heißt oder sowas, oder Einkommen, Einführung oder sowas, ja, dass es abgeschlossen ist. Und dann geht es darum, die Leute, die, sagen wir mal, 7 Tage, nachdem sie diese Sequenz durchlaufen haben, dann mit neuen E-Mails zu konfrontieren. Am Anfang ist es so, da würde ich einfach E-Mails rausschicken und schauen, einfach genauso in dem Stil, dass du eine Geschichte hast, die splittest du in der Mitte mit Open Loops, mit einer direkten Ansprache und eben auch nur einem Handlungsstrang. Die werden dann eine Woche nach dem Abschluss dieser Sequenz rausgeschickt. Dann wieder eine Woche später, wieder eine Woche später. Diese E-Mails speicherst du dir. Und du siehst vor allem, du schaust dir an, welche E-Mails besonders gut performen und welche nicht. Das siehst du einfach an der Öffnungsrate und auch an der Klickrate, je nachdem, ob du etwas zu klicken hast in deiner E-Mail oder eben sie vielleicht sogar dazu aufforderst, dir zu antworten. Und dann nimmst du diese E-Mails, die besonders gut funktionieren, und dann machst du eine zweite Sequenz. Alle Leute, die ja bisher diese E-Mails erhalten haben, die erhalten ja dann die zweite Sequenz nicht mehr. Das heißt, du machst eine erste Sequenz, gerade am Anfang, und dann schickst du E-Mails raus. Und einfach in real time. Und in der zweiten Sequenz schiebst du dann die E-Mails rein, die besonders gut performt haben. Und jeder, der dann im Nachhinein dann noch reinkommt, sagen wir in 4, 5 Monaten, bekommt dann, zack, nach der ersten Sequenz, 7 Tage später die zweite Sequenz, in der dann die Top-E-Mails, die Top-Geschichten, die ja sehr, sehr gut funktioniert haben, dann auch in regelmäßigen Abständen erhalten. Das heißt, du kannst für dich selber testen, du bist dann wie ein Wissenschaftler, du kannst dann testen, was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Und die Dinge, die gut ankommen, die kommen in die nächste Sequenz, aber die betrifft dann ja auch die Leute nicht mehr, die bereits diese E-Mail erhalten haben. Da würde ich dann auch einfach sagen, okay, dass die E-Mails oder die neuen E-Mails erhalten nur Leute, die halt nicht der zweiten Sequenz angehören, ja? Diejenigen, die eben aus der ersten Sequenz rauskommen und gleich in die zweite rein, die bekommen dann eben diese neuen Sachen. Du kannst aber auch so tägliche E-Mails kannst du auch rausschicken, wenn du wirklich Bock drauf hast. Würde ich allerdings vermeiden, weil die Kontinuität eher wichtiger ist als die Masse am Anfang. So, Kontinuität ist wichtiger. Aber hin und wieder mal eine E-Mail rauszuschicken, gerade wenn du irgendwie eine Veranstaltung hast, ist völlig legitim, würde ich auch machen. Vielleicht so eine Serie sogar. Und dann schauen, dass die wichtigsten Dinge dann auch da angesprochen werden. Aber so würde ich das handhaben, Bianca. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Wir sind bei 1 Stunde 2 und viele Fragen. Ich hoffe, ich kann sie alle noch beantworten. Ich muss nämlich bald los. Noch einen Newsletter schicken. Was? Was? Grasina, du musst leider die Frage nochmal stellen. Ich habe leider keine Möglichkeit. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Das wäre dann auch die letzte Frage. Wir sind schon bei 1 Stunde 2. Ich beantworte noch 2 Fragen. Sagen wir es mal so. Machen wir mal so. Jeder, der jetzt noch irgendwie eine Frage hat, soll sie noch schnell stellen. Und die Frage von der Grasina werde ich jetzt dann noch beantworten. Und die zweite suche ich mir einfach aus. Aus den Fragen, die jetzt noch kommen werden. Bisschen Zeit haben wir gebraucht, um uns aufzuwärmen, aber es macht Spaß, wie immer. Okay, also, so wie es aussieht, hat es gepasst. Schön, ja. Eine Empfehlung, habe ich eine Empfehlung? Ja, dieses Audiobook, das ich euch gezeigt habe von Donald Miller. Sehr gut, kann ich empfehlen. Ansonsten, ja, würde ich euch einfach empfehlen, euch mit Mailchimp näher auseinanderzusetzen. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr schöne Videos online, auch deutschsprachige, die das im Detail erklären, auch mit der Segmentierung, mit dem Tagging. Das ist eure Maschine. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig euer Newsletter ist. Ja, also bei mir geht es nächste Woche los. Ich habe explizit selber keinen Newsletter gehabt, aber deswegen, weil die meiste Aktivität eben mit euch eben in der Facebook-Gruppe stattfindet. Aber für jeden,
jeden kleinen Unternehmer, Klein- und Mittelstand, egal welche Branche, es geht wirklich darum, dass ihr Newsletter habt und dann die Leute wirklich mit Dingen, ja, dass ihr Dinge rausschickt, die sie auch interessieren, damit da Vertrauen aufgebaut wird. Und dann auch mal direkt eine Anfrage zu senden und zu sagen, hey, hast du Interesse, was zu kaufen? Ist ja nichts Falsches dran. Ist doch nichts falsch, einfach mal zu sagen, hey, schön, dass du so lange in meinem Newsletter oder in meiner Liste bist. Es zeigt mir, dass du ehrliches Interesse an meiner Kunst hast. Hier, ich habe ein neues Kunstwerk. Hast du es Bock zu kaufen? Ja, gefällt es dir? Komm doch mal vorbei, schau es dir mal live an. Ja, das ist, man muss ein bisschen direkter sein. Es ist oft so, dass Menschen einfach irgendwie herausgefordert werden müssen, bevor sie wirklich eine Aktion ausführen. Ja, und deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn man sie ein bisschen aufschüttelt und sagt, hey, schön, dass dir gefällt, was ich dir schicke, aber ich mache das nicht aus Spaß oder nicht ausschließlich aus Spaß. Ich will auch Geld verdienen. Ja, das schreibe ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht schreiben, aber das sollte man sich denken. Und man will ja auch Kunst verkaufen. Das ist ja, darum geht es ja. Super, okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. 18:06 Uhr an einem Freitag, dem 24. Mai. Ich gehe jetzt noch ein bisschen raus und mache dann weiter. Und ja, diese Folge wird es natürlich auch auf Spotify und iTunes geben. Die könnt ihr euch dann auch anhören in Ruhe, falls ihr Bock drauf habt. Ansonsten, ja, Fragen und so weiter einfach mal sammeln für die nächste Stunde. Alle diejenigen, die sich das jetzt auf YouTube anschauen oder sich sonst wo anhören, können natürlich der Ikonen-Community beiwohnen. Einfach den Link in der Beschreibung folgen und draufklicken und einfach mal bewerben oder beitreten. Und dann könnt ihr mir auch regelmäßig diese Fragen beantworten und Fragen stellen und ich werde sie beantworten. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und bis nächste Woche. Bis dann.